Ich habe neulich etwas Erschreckendes festgestellt. Über Jahre wurden Wassermelonen missbraucht für Klicks in unzähligen Videos. Da dachte ich mir, dass es nicht so weitergehen kann und es möglich sein muss, dass eine Wassermelone einen hohen Sturz überlebt. Ich beschütze diese Melone mit meinem Leben. Allerdings kam meine Kompetenz an ihre Grenzen, also habe ich einen Aufruf an meine Community gestellt. Leute, ich brauche dringend eure Hilfe. Wer von euch schafft es, eine Melone aus 5 Meter fallen zu lassen, ohne dass sie auf dem Boden aufkommt und zerspringt? Solltet ihr mit 7 Gegenständen was Besseres hinbekommen als ich, verspreche ich euch 100 Euro. Und wir brauchen die Lösung. Oh, ist das wirklich jemand am Start und er ist schon da? Yo, ich habe gehört, hier gibt's 100 Euro zu gewinnen. Alright, wir sind jetzt bei meinem Euroladen angekommen. Jeder hat 7 Gegenstände, um dieses Ding fallsicher zu machen. Ich bin wirklich gespannt, weil ich habe das Gefühl, allein aus 10 Meter wird er schon fallen. Hast du schon einen Plan für die 7? Ich lasse mich einfach drin inspirieren. Ich bin wirklich gespannt. Ich muss auch völlig improvisieren. Let's go, let's go. Muss man Panzer treten? Oder das funktioniert da ganz auf Plan nicht? Ah, hier ist es in allen Formen und Farben. Gegenstand 1, Panzer treten. Also ich habe schon eine Tüte zur Verpackung. Hey Dave, Alter, ich habe es falsch gefunden. Steckschwimme. Ich bin richtig hyped. Ich brauche jetzt nur noch Ballons. Was hat Jan? Der hat eine Tüte irgendwie. Ey, er ist immer noch Ingenieur, wir dürfen das nicht unterschätzen. Ich glaube, ich nehme einfach 4 von den Dingern und verknüttel die Melone in der Mitte mit Klebeband. Mein Eimer nochmal getauscht. Du hattest einen Eimer? Ich habe gar nicht gesehen, dass du einen hattest. So einen Blumenkasten, der ist ein bisschen größer. Ich glaube, da haben wir mehr Platz und mehr Staufläche. Nein. Wie beim Auto vorne, der Motor ist doch deine Quetschzone. Hubraum. Ich habe meinen Fallschirm gefunden. Ich brauche noch 2 Gegenstände, aber ich weiß gerade noch nicht was. Aber ich habe ein bisschen Schiss, dass das so umkippt. Ich brauche irgendwas, um die Flugbahn zu stabilisieren. Ich habe alles. Also ich bin zuversichtlich. Weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Jan? Ich glaube, der Panda wird mich zum Sieg führen. Okay, auf ins Studio! Wir sind wieder zurück und jeder hat komplett verschiedene Ansätze. Finde ich ganz geil. Einfach eine Schüssel und ein Planschbecken. Ich bin wirklich gespannt, was Jan vorhat hier. Ingenieur versus Bash. Das wird auf jeden Fall sehr spannend. Jeder hat jetzt 10 Minuten Zeit. Ich time das hier. Sagst du, du schaffst das in 10 Minuten? Es wird mehr als sportlich. Wir werden sehen. 10 Minuten starten. Jetzt. Let's go. Oh mein Gott. Mit was fange ich an? Okay. Um Gottes Willen. Oh, das passt perfekt. Wo ist die schwache Seite von der Melone? Wissen wir das? Danke für den Chip. Oh ja, das hat einen guten Widerstand. Ich glaube, das könnte was werden. Während Jan immer noch... Das einfach voll. Ich glaube, das ist der beste Plan. Da kommt nichts mehr raus. Das könnte funktionieren. Dann 2, um das abzufedern. Ballon. Oh, Panda! Panda! Theoretisch, wenn man die nicht ganz aufpustet, müssen die ja mehr aushalten beim Aufprall. 6 Minuten, fast schon Halbzeit. Holy shit. So riesig bei dir auf einmal. What the fuck? Was machst du mit dem Planschbecken? Wann kommt das zum Einsatz? Ja, ich hoffe zum Schluss. So, ich habe endlich alle 10 aufgeblasen. Jetzt müssen die nur noch hier festgemacht werden. Also das Plan ist jetzt, alle 10 hier irgendwie festzumachen, so als Airbag. Das ist er, in der Bag. Also Luftballon. Okay, let's go, let's go, let's go. Also der untere ist der Puffer, der obere, da kommt dann die Melone rein. Welche Konstruktion findet ihr bis jetzt schöner? Schreibt mal in die Kommentare. Ja, wir haben noch 2 Minuten 40. Also eigentlich wollte ich noch einen Fallschirm dazu bauen. Alle sind dran, jetzt muss ich das eigentlich nur noch festmachen. Was sagst du? Durchziehen jetzt. Würzburg. Und ich habe da leider keinen Gegenstand mehr gehabt für das Seil. Deswegen müssen wir das jetzt aus Panzertape machen. 27 Sekunden, Jan. Es ist sehr komisch geworden, aber perfekt in Time, weil 3, 2, 1, das ist es. Stopp! Okay. Ein bisschen weg. Warte mal, was hast du da gebaut? Die Bills diese Woche sind crazy. Das ist ein Helikopter quasi. Das ist wirklich krass. Alter, wenn das einfach wegfliegt, ist, vor allem es windet auch übelst draußen. Vielleicht verliere ich wieder gegen den Fallschirm. Also ich habe es diesmal versucht, aber ich habe nicht das Gefühl, dass dieser Fallschirm irgendwas bringt. Aber ich bin auch zuversichtlich in meinen Dingen. Aber wir müssen uns beeilen. Ein Ballon ist schon wieder ohne Luft. Könnte crazy werden. Also, let's go. So. Ja, jetzt musst du auch mit deinem Ding da vorne sitzen. Kannst du noch schalten? Hier seht ihr mich gerade auf dem Weg. Wir fahren jetzt nämlich so eine Brücke. Die ist so circa 5 Meter hoch. Da müssen wir es runterschmeißen. Jan mit seinem Ding. Wie willst du es eigentlich nennen? Jan mit seinem Das müssen wir leider zensieren. Was wir auch noch gar nicht gesagt haben, wir haben uns Gentleman Agreements darauf geeinigt, dass die Melone, die am wenigsten kaputt ist, im Zweifel auch gewinnt. Okay, ja. Hört ihr zum ersten Mal jetzt. Ich bin mega aufgeregt. Ob das hier funktionieren wird, wir werden es sehen. Aber das ist viel höher, als man denkt. Also keine Ahnung, ich dachte, das sind so 2 Meter, aber das geht schon tief runter. Was meine größte Sorge ist, die ist hier oben halt komplett offen, dass sich das Ding einfach dreht und die so aufkommt, dann bin ich halt raus. Das wird super. Okay, Jan, bist du ready? Jawohl. Alles klar. In 3, 2, 1. Oh nein, ich war falsch rum. Oh, man hat es nicht gedreht. Ich war so zuversichtlich davor. Ey, es hat einfach nicht funktioniert. Mein Fallschirm hat nicht funktioniert. Meine Ballons. Oh nein! Also das ist auf jeden Fall ein Fail. Zweimal gesplittet, aber gar nicht so schön, wie ich dachte. Das musst du jetzt erstmal überbieten. Die Stunde der Wahrheit. Oh Gott. Nein, bitte nicht. Kann doch nicht schon wieder verlieren. Oh mein Gott. Er hat es geschafft, aber ohne Kratzer. Nein! Ja, was soll ich sagen? Herzlichen Glückwunsch, Jan. 100 Euro für dich. Danke, Bash. Ja, Mann! Wie konnte ich das verlieren, Alter? Aber dafür habe ich jetzt einen guten Snack. Folg rein, mal gucken, was wir als nächstes machen. Tschüss, ich heul jetzt.